Wir erinnern uns, die Weihnachtsfeier von Rapid. Eine Riesenschlange im Nacken von Stefan Schwab und sein Teamkollege Thanos Petzos, der kämpft auf der Bühne mutig gegen seine Spinnenphobie an. Mit dieser nervenaufreibenden Überraschung hat Andi Marek die beiden Kicker kalt erwischt. Das neue Jahr, das beginnt mit der Revanche. So, lieber Andi, ich hoffe, du kannst dich noch an die Weihnachtsfeier erinnern. Da hast du uns schön beide auflaufen lassen mit der Spinne und der Schlange. Und ja, jetzt kommt unsere Retourkutsche. Wir haben uns was überlegt. Und ich hoffe, dass der da ja, Gänsehaut aufzieht, so wie es bei mir war, aber du wirst es überleben. Er muss dran. Was tut der da? Ja, wo, ja was wollt ihr jetzt von mir? Bleib einfach da stehen. In ein paar Minuten nimmt es runter. Okay? Ist eine Überraschung. Ich habe jetzt einmal in jedem Fall das Gefühl, es geht in die Höhe. Was natürlich bei mir jetzt ein leichtes Drama mit sich bringt, da ich leider ein bisschen Höhenangst habe. Vielleicht ist es jetzt eh ganz gut, dass ich diesen Schal da vor meinen Augen habe, weil ich will, glaube ich, eh nicht, aber es bleibt mir ja nicht der Sport. Daher entledige ich mich jetzt einmal und sage schon einmal Dankeschön, Herr Schwab. Und vielen Dank, Herr Petzos, ihr kriegt das tausendfach im kommenden Jahr zurück. Aber ich tue jetzt das einmal runter. Ja, bist du narrisch. Hier bei mir der Herr Roman Hornischer, Projektleiter der Strawag für unser neues Stadion. Boah, wie hoch sind wir da jetzt? 60 Meter. 60 Meter. Okay, okay, es ist so, ich traue mich in Wahrheit nicht runterschauen, es sind unglaubliche Bilder, Kamera, schau einmal da um, bist du wahnsinnig. Das ist es, unser neues Stadion. Im Juli, Mitte Juli gibt es die Eröffnung, unser Eröffnungsspiel. Und jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24 in schwindelnden Höhen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das sind die Themen der heutigen Sendung.